die Knie zwingen. Ich hab keine Angst vor dir, denn ich bin eine Siegerin, ein China. Du willst dich mit mir anlegen, ich fordere dich heraus, wenn ich gegen mich im Kampf sehe. Wow. Eine Kampfansage, die Eindruck macht. Zumal die Zauberin Alcina mit eher klassischen Verführungskünsten lockt. Hip-Hop Händel. Der Jugendtheaterclub Nordhausen bringt in diesem Stück zwei ganz unterschiedliche Welten zusammen. Du bist doch mein Mädchen, bist die Schönste, die ich kenne. Es käme für mich nie in Frage, mich von dir zu trennen. Ohne dich will ich nicht. Die Geschichte von der Zauberin Alcina, die Männer auf ihre Insel lockt und in ihren Bann schlägt, wird hier ordentlich aufgepeppt. Mit Rap, mit Multimedia-Verfolgungsjagden. Hallo? Mit Witz und sogar mit echten Breakdancern. Seit September proben die jungen Talente für dieses Stück, trainieren, besorgen Kostüme, Requisiten, Maske. Da geht eine ganze Menge Freizeit drauf. Und opfert man die gern? Wenn man in unseren Probenraum so reinkommt, ist man wie in so einer anderen kleinen Welt. Und dann kann man so alle Sorgen oder Alltagsprobleme, die man gerade hat, einfach so ausblenden. Und einfach nur mit diesen ganzen vielen coolen, kreativen Leuten irgendwas zusammen machen und am Ende auf die Beine stellen. Das Ganze unter der Leitung einer erfahrenen Theaterpädagogin. Ihre Idee war es auch, Klassik, oft ein Gähnfaktor bei den Jungen, und den Eltern Schreck, Hip-Hop-Rap, zusammenzubringen. Körperbounce, ne? Und das ist immer in den Knien. Meistens denken die Leute auch an Gangster-Rapper. Ne? Mit ganz viel F*** und mit ganz viel B*** und deine Mutter und so. Ne? Und Hip-Hop ist wesentlich mehr als das, aber das ist eben das Bild, was sich in die Medien geschafft hat. Und was kann Hip-Hop sonst noch? In dieser Rap-Oper darf man staunen. Da geht's um Wortwitz und Selbstbewusstsein und darum, eine neue Welt zu entdecken. Und das Publikum darf gleich mit. Ich hab keine Angst vor dir, denn ich bin eine Siegerin. Zu erleben ab heute im Theater Nordhausen.